Ich bin Sandra Mikulaschek. Ich bin Valentin Baus. Ich bin Thomas Schmidberger. Und wir spielen für Borussia Düsseldorf. Wenn ich an die Paralympischen Spiele denke, habe ich zuerst im Kopf einmal den Einlauf beim ersten Spiel oder vor dem ersten Spiel in die Halle. Das ist, glaube ich, schon ein großes Gefühl. Und natürlich auch, wenn man dann bei der Eröffnungsfeier ins Stadion läuft. Das Schönste ist einfach dieser Flair im Olympischen Dorf auch. Man trifft unfassbar viele Leute, auch von anderen Sportarten. Man kommt ins Gespräch international. Es ist einfach eine ganz besondere Stimmung. Einfach ein tolles Gefühl, da Teil dieser großen Familie zu sein. Und es macht einfach tierisch Spaß. Die Paralympics sind, glaube ich, für jeden Sportler das Größte. Das Turnier mit der meisten Aufmerksamkeit und ich freue mich halt. Das ist halt der Titel, der mir noch fehlt. Die Goldmedaille bei den Paralympics ist auf jeden Fall mein Traum. Und ich werde dafür alles geben jetzt in den kommenden Monaten. Ich bin heiß, ich habe Bock, ich freue mich auf die Spiele. Kann es eigentlich kaum erwarten. Weil die Paralympics in Tokio stattfinden, sind wir natürlich auch schon mal dort gewesen. Wir hatten ein Trainingslager mit den Japanern auch und konnten auch dann schon mal so ein bisschen die Stadt erkunden. Sushi esse ich schon auch gerne, vielleicht jetzt auch mal ein bisschen öfter. Ich bin aus Rio mit 2 Silbermedaillen zurückgekehrt. Ich habe es jetzt am Anfang immer noch so ein bisschen versteckt, wie ich das Ganze kommunizieren möchte. Aber die Trainer haben gesagt, das darfst du durch öffentlich so kommunizieren. Und deswegen kann ich auch sagen, dass mein Ziel 2x Gold ist. Ich weiß, was ich tun muss dafür. Und das heißt, jetzt 8 Monate alles hinten anzustellen. Das bin ich bereit zu tun. Und habe ein super Umfeld, das mich da perfekt unterstützt. Und deswegen, wenn wir alles richtig machen, glaube ich, haben wir sehr viel in der eigenen Hand. Tom, Valentin und ich, wir spielen zusammen für Borussia Düsseldorf in der ersten Rollstuhl-Bundesliga. Haben jetzt seit 2016 jedes Mal den Titel geholt, was wir natürlich auch hoffen, dieses Jahr wiederholen zu können. Wir sind jetzt Düsseldorf des Jahres gewonnen. Das ist natürlich eine sehr schöne Auszeichnung. Wir haben uns sehr gefreut. Und auch eine sehr schöne Veranstaltung. Also, als wir dann auf die Bühne kamen, war Standing Ovation ein paar Minuten lang. Das war eine besondere Ehre. Man wächst halt extrem zusammen als Team. Man durchlebt die guten, aber wie auch die schlechten Zeiten. Und dann ist der eine für den anderen da und deswegen funktioniert es bei uns so gut. Und wir verstehen uns halt auch wirklich einfach abseits des Tisches noch sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir sind einfach ein bunter Mix, was einfach letztendlich gut zusammenpasst.